Ja, moin Freunde, willkommen zum Live-Depot-Roast. Heute von Christian wird wieder live aufgezeichnet. Gleich könnt ihr auch den Chat sehen. Wir haben hier schon viele aus der Community, die mit dabei sind. Und natürlich wie immer gilt, das ist keine Form der Anlageberatung, nur meine eigene Meinung und Abfahrt. Ja, und hier sehen wir direkt die Nachricht, die mir der Christian geschickt hat. Eigentlich war er ja letztes Mal schon dran bei der letzten Aufnahmesession. Aber da gab es so ein bisschen Probleme, sein Depot hochzuladen. Jetzt könnt ihr auch inzwischen den Chat sehen. Wenn ich dieses Streaming-Fenster noch optimieren soll, schreibt es mir auch gerne. Wer sich besser auskennt, gebt mir gerne Tipps. Ich bin da noch nicht ganz so firm. Ja, lesen wir einmal vor, was Christian so geschrieben hat. Ich bin Christian, 32 Jahre alt und arbeite als Hardware-Konstrukteur in einem Maschinenbau. Und das Ganze gehört zur Kion Group. Deswegen hat er die Position auch im Depot. Okay, schauen wir uns gleich an. Meine generelle Strategie ist eine Core-Satellite-Strategie, wo ich persönlich den MSCI World bzw. den FTSE All World als Benchmark nehme. Ja, finde ich sehr gut. Also die Idee schon, ne? Core-Satellite, ihr wisst es, ich bin sowieso immer davon begeistert. Und mit so einer vernünftigen Benchmark einfach mit dem MSCI World, mit dem FTSE All World vergleichen, finde ich eine solide Sache. Damit kann man sich dann immer gut auch orientieren. Vor zig Jahren hat er schon in ETFs investiert. Und dann mein ganzes Portfolio 2014 aufgelöst für das Eigenkapital meines Hauses. Christian, fühle ich auch. Auch ich habe damals für unser Haus einiges an Investitionen aufgelöst. Es ist im Nachhinein nicht schlau gewesen, weil was zahle ich jetzt an Zinsen? Ich glaube, ich zahle 1,1, 1,2%. Ihr wisst, wo der Zins jetzt steht. Aber mich persönlich hat das damals auch sehr nervös gemacht, auf einmal so einen Schuldenberg zu tragen. Und das hat mich auch tatsächlich ein Jahr lang irgendwo auch beschäftigt, so irrsinnig das vielleicht klingen mag, weil sowieso ein paar hunderttausend Euro Schulden hatte man halt vorher auch nie, ne? Kann ich nachvollziehen. Dazwischen hatte ich leider nicht so viel Geld übrig zum Investieren und ich habe das auch ein wenig aus den Augen verloren. Ich habe im Juni 22 dann damit wieder angefangen und habe mich mal an einzelne Aktien getraut und mich ein wenig verbrannt. Seitdem habe ich eine Menge dazugelernt und verbuche das als Lehrgeld. Ja, gut, schauen wir gleich mal an, was wir davon noch so an Spuren im Depot entdecken werden. Mein Portfolio soll zu 60% aus ETFs bestehen, mit denen ich mein eigenes Global Portfolio 1 von Andreas Beck nachbilden möchte. Okay, das schauen wir uns gleich mal an. Das sagt mir jetzt so nichts. Wir werden das gleich mal als Vergleich suchen. Wenn jemand dieses Portfolio kennt von Andreas Beck, schreibt es gerne schon mal in die Kommentare, irgendwie einen Link oder vielleicht auch einen Ticker oder sowas. Dann können wir das leichter vergleichen. Also sagt mir so direkt jetzt ehrlich gesagt nichts. Mit den Satelliten will ich dann etwas übergewichten, um einen Renditeboost zu bekommen. Okay, ja, dafür ist die Strategie da. Ich plane so mit circa 10 bis 15 Aktien. 10 bis 15 Aktien bei 40% finde ich passend. Ja, finde ich gut. Mit dem gehebelten ETF versuche ich mich aktuell so zu positionieren, da es aktuell wieder gut bullisch ist, mir diesen Aufwärtstrend mitzunehmen und das Geld dann wieder umzuschichten. Bei Fragen kannst du dich gerne melden. Liebe Grüße, der Christian. Ja gut, das mit dem gehebelten ETF kann jetzt nicht mehr ganz aktuell sein. Ich glaube, Christian hat mir die Nachricht auch schon im Januar, Dezember geschickt. Es tut mir auch leid, ich komme damit immer nicht so ganz hinterher. Da musste er etwas warten. So, wir springen mal ins Depot. Ich hoffe, man kann das in Gänze auch gleich gut sehen. Wenn es lädt, es lädt, das ist gut, beruhigend. Ich habe es ein bisschen angepasst, dass der Chat auch ein bisschen größer ist und dass man trotzdem noch alles gut sehen kann. Deswegen seht ihr jetzt mich hier an der linken Seite, wenn ich das Ganze so durchklicke. Okay, wir schauen mal rein. Christian hat also 40.500 Euro im Depot. Dafür, er hat ja gerade im Chat auch geschrieben, er hätte sonst das Eigenkapital gehabt, das er alles aufgelöst hat. Ich finde für jetzt ein gutes Jahr, ich muss nochmal zurückspringen, ist es ein gutes Jahr? Für Juni 22, nicht mehr ein Jahr, ist das eine starke Summe. Der Sven's Tiger ist auch da, ich grüße dich. Hat 29 Positionen im Depot und momentan leicht im Minus zumindest hier. Wir gucken mal, Wertentwicklung, ja, läuft relativ parallel zu dem, was er investiert hat. Wobei ich aber auch ehrlich finde, ne, für das letzte Jahr, dass er da quasi plus minus null rausgeht. Ich glaube, da wären einige mit glücklich mit so einer Performance. Ne? So doof das auch klingt. Ne? Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr hier im totalen grünen Bereich seid. Aber hier zwischenzeitlich mal 12% im Minus und jetzt, ja gut, 2,5, 2,6 insgesamt. Das finde ich, das geht. Kursgewinne, ja, 90 Euro, das sind diese 0,2%, die wir gesehen haben. 1200 Euro an Verlusten schon realisiert. 1300, gucken vielleicht nochmal gleich drauf. 281 Euro an Dividenden. Servus Patrick, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Und insgesamt daneben macht das hier 1000 Euro miese.
Ja, Steuern 12 €, 13 € finde ich in Ordnung. Gebühren 88 € überschlägig auch. Das klingt erstmal alles sehr gut. Ja, performancemäßig, du hast gesagt, du nimmst den FTSE All World als Maßstab. Wir gucken nochmal zurück. Ich glaube, das stand hier genau. Den nimmst du als Benchmark. Gucken wir einmal rein, suchen wir den mal raus. Vanguard, FTSE. Ich mache das inzwischen immer so, weil teilweise habe ich sonst hier den reinen Indiz drin und nicht quasi das richtige Produkt. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig geworden, haben mich einige von euch darauf hingewiesen. Deswegen machen wir das jetzt so. Genau, Vanguard, FTSE All World. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Natürlich finde ich ihn jetzt wieder nicht. High Dividend, High Dividend, High Dividend, All World. Ich glaube, ich muss es so schreiben. Da haben wir ihn gefunden. Und es ist egal, welchen wir nehmen. Wir nehmen jetzt hier mal den thesaurierenden. Macht es einfacher. Cool. Vorführeffekt. Okay, nochmal das Ganze. Will er nicht nehmen oder ist das denn tatsächlich der hier? Okay, es ist der schon gewesen. Alles klar. Wir sehen also, das Depot performt sehr ähnlich zum Vanguard hier. Hier ist es ein bisschen abgedriftet im November, aber grundsätzlich sehr ähnliche Bewegungen. Ja, nur man muss auch fairerweise sagen, aktuell die Benchmark hier underperformt. Das heißt, hier so ein bisschen im Blick halten, dass das nicht zu sehr wegläuft. Okay, aber erstmal soweit hier nichts Auffälliges, sieht gut aus. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Wir haben hier den Vanguard S&P 500 als größte Position, US-Dollar und ausschüttend. Warum ausschüttend, weiß ich jetzt nicht. Gut, kann man aber machen. Dann haben wir den iShares Core MSCI Emerging Markets IMI. Also ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Werten dabei. 6,6% sind also in Summe dann 17, 23. Das muss ich mal mitschreiben, dass ich hier nicht durcheinander komme. 23% mit den ETFs. Dann haben wir den Vanguard FTSE Developed Europe mit 5,6%. Sind wir also bei 23, sind wir also bei 28,7% ETFs. Wobei ich kann einmal kurz springen, bevor ich mir jetzt hier so viel Arbeit mache. Zeigt er mir das an mit dem Typ? Ja, zeigt er mir an, kann ich das Rechnen also auch sein lassen. Sehr gut. Zuletzt hatten wir ja mal Probleme, dass es das manchmal nicht geklappt hat. Dann springen wir weiter. Dann haben wir hier als nächstes Alphabet. Achso, ich habe jetzt hier ein bisschen weggescrollt. So, jetzt sind wir wieder da. Dann haben wir als nächstes Alphabet 4,6%. Ganz schöne Doppelung natürlich hier mit hier oben. Vectors Morningstar Developed Markets. Das dürfte ein Dividenden-ETF sein. Ne? Müssen wir gleich nochmal angucken, was das ist. LVMH, ja, finde ich immer gut, passt hier rein. MSCI World Small Cap haben wir dabei. Albemarle, ich glaube, Rohstoffwert ist das, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Könnt ihr gerne noch mal schreiben, was das ist in den Chat. Dann nachher mit dabei InMode, sagt mir gar nichts. McDonald's, Microsoft, Super Microcomputer, Wisdom Tree, Nasdaq 100, den dreifach gehebelten. Okay, das war der, der meinte. Apple, Deutsche Post. Vanguard, FTSE Japan, BASF, Weyerhäuser. Hatte ich ja gestern, nee, am Freitag, Samstag, wann habe ich es hochgeladen? Ich habe es Donnerstag aufgenommen im Video drin. Ja. Begeistert mich nicht zu 100% der Wert. Click Digital kenne ich zu wenig. Vanguard, FTSE Developed Asia Pacific, ex-Japan, also quasi nochmal Asien ohne Japan. Finde ich ein bisschen okay, gehen wir gleich drauf ein. Dann haben wir den Amazon, Enphase Energy, KION Group, also quasi den Arbeitgeber, vielleicht sogar Firmenaktien. Ist sowas, ne, muss man immer so ein bisschen gucken, wo man arbeitet, aber im Prinzip Firmenaktien mitzunehmen, ne, wo man auch mal den einen oder anderen Bonus noch mitnimmt, klar, warum nicht? Verbio, Vereinigte Bioenergie, ja, habe ich schon gehört, im Detail kenne ich sie nicht. Bechtle finde ich sehr gut. BNP Paribas, naja. Société wahrscheinlich, Quimica y Mining de Chile, also hier ein chilenisches Minenunternehmen und JD.com. Okay, ordnen wir das mal ganz ein bisschen für mich. Ich gucke jetzt mal ein bisschen nach rechts, ich gucke mal bei mir auf den großen Bildschirm, also lasst euch davon nicht beirren. Ja, achso, Typ Aktien. Also was mich als erstes wundert, du hast ja noch geschrieben, 60% sollen aus ETFs bestehen, da bist du jetzt aber ein bisschen von abgekommen, ne? Sind jetzt hier nur noch für 45%, ist jetzt erstmal nicht schlimm, aber ist ein bisschen auffällig. Und dann ist das schon ganzer Schwung ETFs, ne? Vanguard, S&P 500, okay. Du hast ein anderes Profil. Ich weiß jetzt nicht gerade, wer ist, aber okay. iShares Core, MSCI, Emerging Markets. So, dann haben wir Emerging Markets. Emerging Markets wird, denke ich, relative Ähnlichkeiten mit dem Asia Pacific haben.
ohne die jetzt nie angeguckt zu haben. Müssen wir wahrscheinlich auch noch gleich mal angucken. MSCI Small Caps. Small Caps finde ich passt hier noch rein. Was der ist, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Ich finde es auf jeden Fall auf den ersten Blick relativ kompliziert mit den ETFs. Das erstmal so als erster Gedanke, der bei mir dabei auffällt. So, das ist hier, okay, Develop Markets Dividend Leaders. Da will ich mal kurz gucken, was da drin ist an Top 10 Positionen. Alphabet A oder C macht im Prinzip keinen Unterschied. Ich glaube, die A-Aktie ist die günstige, ohne Stimmrechte. Die C-Aktie ist die mit einfachen Stimmrechten, die Mitarbeiter bekommen kann. Die ist etwas teurer, aber ich glaube, das macht wenig Unterschied. Die A könnte etwas besser handelbar sein. So, jetzt gucken wir mal, was hier so drin ist. Verizon, Total Energies, Altria, IBM, Allianz, British Tobacco, Mercedes, BNP Paribas. Ja gut, wäre jetzt nicht so mein Traum-ETF, kann einer auch von den besseren im Bereich Dividende sein. Ich finde, ehrlich gesagt, da gibt es schönere. Mein Favorit, ja unter anderem hier von Fidelity, die beiden Dividenden-ETFs, die da gibt, den US oder den Global Selected Dividend. Aber auch der sieht jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht so schlecht aus. Ja, kann man jetzt machen, wenn du ein bisschen Dividende haben willst. Was ich jetzt nochmal gucken wollte, hier die Überschneidung, mögliche Überschneidung mit dem Emerging Markets und dem FTSE Developed Asia. Da wollte ich mal gucken, was da so drin ist. Samsung, BHP. Ah, okay, da ist dann auch Australien stärker mit dabei. Hongkong und sowas. Ne? Ja, hier Australien, 50%, Korea, Hongkong. China nur sehr gering. Okay, ja, das fühle ich so. Das, okay, finde ich sinnvoll ergänzt, weil du hast sonst, glaube ich, auch kein Australien mit dabei, ja? Also ich find's sehr wild. Ich finde es ein bisschen erschlagend, aber fairerweise finde ich nicht schlecht. Finde ich so nicht schlecht, finde ich schon durchdacht. Wir können das jetzt natürlich jetzt im Rahmen des Roasts hier nicht komplett durchleuchten, aber es wirkt erstmal durchdacht. Es wirkt, als ob wir wenige Überschneidungen mit dabei haben. Was ich jetzt mal gern machen würde, ist, dass wir mal auf Extra ETF gehen und uns mal den FTSE All World anschauen. Ich will mal gucken, was der für eine Rendite so gemacht hat zuletzt. Und dann wollen wir mal Andreas Beck suchen. Global Portfolio One heißt der Spaß. Gucken wir, ob wir da so Performance dazu finden. Vielleicht finden wir die ja sogar hier. Global. Warum mache ich es mir eigentlich mal so kompliziert? Ich kann es auch hier suchen. Global Portfolio One. Mischfonds. Können wir später nochmal zurück, kein Problem. Fehlen da nicht klassische World-Positionen? Ich würde sagen, Kanada fehlt. Kanada fehlt, würde ich jetzt gefühlt behaupten. Da kann man das sehen. Ja, also wenn wir jetzt hier nach Ländern gucken, ja, wir können ja auch nach Ländern gucken. Also Kanada ist zu niedrig gewichtet aus meiner Sicht. Aber sonst ist das schon relativ stimmig so. Was ich jetzt mal gucken wollte, ich hoffe, das ist jetzt das richtige Global Portfolio One, was ich hier gefunden habe. Und das hat er jetzt ja versucht, anders nachzubauen. Aber wenn es das jetzt hier ist vom Andreas Beck hier, ne, dann sehe ich jetzt hier, das hat in den 3 Jahren 9,71% Rendite gemacht. Und der FTSE All World hier, der klassische, hat einfach mal fast 13% gemacht. Und das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt das Global Portfolio One von Andreas Beck gibt. Und wir werden jetzt hier an der Stelle nicht zu sehr in die Tiefe gucken können, um diese Strategie komplett zu verstehen. Fakt ist, was Christian hier gebaut hat, hat sehr wenig Überschneidung. Ich finde jetzt Kanada ein bisschen niedrig, aber das ist jetzt ein Jammern auf wirklich hohem Niveau. Also ich habe selten so gesehen, dass jemand hier gefühlt 20 ETFs drin hat und so wenig Überschneidung. Ne, das ist Punkt 1. Ob das sinnvoll ist, möchte ich etwas in Frage stellen. Zumindest hier mit diesem Gedanken sehe ich, dass wir einfach eine Underperformance haben gegen den Referenzindex. Und das möchte ich einfach mal mitgeben, Christian. Guck dir das mal an. Manchmal ist einfach besser. Ne?
Gibt es seit Anfang 2020, sagt Christian. Ja, das wäre Anfang 20. Guck das einfach mal, vergleich das mal. Ich selber bin ja auch eine lange Zeit so gefahren. Ich habe hier den MSCI World gehabt und die Emerging Markets mit dabei. Ach sorry, ihr könnt das gerade hier nicht ganz sehen. Bisschen schlecht zurechtgezoomt von mir. Ist auch nicht so wild, wir wollen die Performance sehen. Ich hatte noch Small Caps mit dabei und jetzt sage ich auch, komm, FTSE, All World und Abfahrt, weil es einfach einfacher ist, bessere Rendite zuletzt gehabt hat und es macht es mir einfach auch leichter. Also das einfach mal so als Gedanke. So, Joachim hat hier noch eine gute Frage. Kanada, die erhöhte Quellensteuer, ist die schwierig zurückzubekommen? Grundsätzlich ja, du musst dich vorab befreien lassen, sonst ist das kaum möglich. Hier hat Christian das Problem aber geschickt umgangen, denn Christian deckt das über ETFs ab. Ne? Das können wir, wenn wir draufklicken, sehen. Die sind nur in den beiden ETFs mit drin und damit hat er das Problem so an der Stelle nicht. Die Strategie ist nicht nur die Zusammenstellung, sondern auch das Management von Krisen. Okay, das können wir uns so im Detail jetzt hier fairerweise nicht angucken. Aber grundsätzlich, also die Basis gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Ne? Das muss man sagen. Ich würde es vereinfachen, aber ja, so what? Ich finde es jetzt erstmal nicht schlecht. Dann gucken wir mal rein. Alphabet A, 4,6% von den Aktien. Jetzt ist die Frage Alphabet. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie groß haben wir hier den S&P 500 drin. Und da habe ich jetzt natürlich keine Werte gerade im Kopf. Wir springen mal kurz ein bisschen. Und hier haben wir drin Alphabet A und C wären 3%. Und von seinem Gesamtdepot dann 3% von 16. Ja gut, finde ich es im Rahmen. Finde ich es jetzt im Rahmen. Ist jetzt nicht so übermäßig viel und schlimm. Alphabet ist halt bei dir wahrscheinlich dann so der größte Wert. Du wirst über 5% davon kommen, 1/20. Ihr wisst, ich bin davon nicht der Freund. Ich versuche das unter 2% zu halten. Aber Christian sagt ja auch bewusst, ne, das ist ein Wert, wo er gezielt drauf setzen will für den Renditeboost. Insofern ist das auch in Ordnung. LVMH, ja, Top-Wert. Ich finde ihn immer zu teuer. Aber ja, ich habe immer auf den Dip gewartet, sage ich euch auch ehrlich. Ich lasse es jetzt per Sparplan laufen. Ich habe nie einen guten Einstieg gefunden. Albemarle war dann die Wette. Ich glaube, Lithium oder so ist das. Machen wir uns den Spaß und wir gucken mal, was Albemarle genau macht. Das ist das Coole. Also ich finde, die haben sich echt auch gut entwickelt hier bei Parkett. Ich bin ja auch schon sehr, sehr lange dabei, um diese Entwicklung zu sehen. Lithium, Bromide, okay. Anscheinend auch irgendwelche Katalysatorwerkstoffe. Dann nachher Inmode sagt mir so auch nichts. McDonald's, ja. Also was man sagen muss, ich kann jetzt hier wenig zu den Prognosen für Click Digital, Inmode, Super Microcomputer und auch Albemarle sagen. Aber grundsätzlich, wobei Albemarle hier noch der bekannteste Wert ist, aber du hast hier auch so ein bisschen besondere Werte mit dabei und finde ich jetzt so auch nicht schlecht. Es ist eben auch schwierig, jetzt hier was über die Rendite-Performance auszusagen, weil das muss natürlich eigentlich jetzt erstmal 2, 3, 4, 5 Jahre laufen. So von der Grundzusammenstellung finde ich das ehrlich gesagt, ja, finde ich gut. Finde ich gut. Gucken wir mal weiter, was du so gekauft hast. Okay, hier war noch so ein bisschen Kauf-Verkauf-Action. Da haben wir den MSCI World schon gehabt, mal PayPal gekauft, Johnson & Johnson, Vectron, die sind jetzt schon raus. Ich glaube auch auf Advanced Blockchain. Ja, hier mal ein bisschen was gekauft, verkauft. Da kommen auch schon auch so ein paar Verluste her. Hier mal eine Lufthansa verkauft. Tesla den Split mitgenommen. Ja, ich glaube, das ist was. Wir gucken nochmal, was hier so passiert ist. PayPal da verkauft. Louis Vuitton verkauft. Warum verkauft man das und kauft es dann gleich wieder? Das verstehe ich jetzt hier nicht so ganz. Gut, muss ich vielleicht noch nicht mal verstehen. Was ist das? Irgendwelche Zertifikate? Ist so ein bisschen die Frage, wie fit du damit bist, aber das wirkt jetzt hier auch mit sehr viel hin und her, aber vielleicht ist das so der Punkt, was du mit Lehrgeld meintest. Genauso hier, dann ist jetzt Albemarle mal verkauft worden, sind aber noch im Depot drin. Es ist, ja. Wenn ich das so sehe, sehe ich auf jeden Fall so einen Punkt zum Thema Strategie. Ne? Du hast gesagt, den Kern, du schreibst das auch gerade selber hier, Christian, du willst wieder mehr auf ETF setzen, fokussiere dich dann auch auf den Kern, bleib der Strategie treu. Und ja, dieses ganze Zertifikate, da würde ich mich dann etwas mit in der App verklickt. Okay, hat sich in der App verklickt. Wichtig ist, das, was du als Strategie hast, deine 10, 15 Werte, zieh das durch, ne, mach regelmäßig dein Rebalancing, dann sieht das erstmal auch gut aus. Okay, reiten wir mal nicht so darauf rum, wenn das ein Fehler war. Kann ja passieren. Mir ist, glaube ich, sowas noch nicht passiert, aber mir sind da schon andere dumme Sachen passiert. Ich habe irgendwann mal stolz gesagt, ich kaufe jetzt die Deutsche Post, fand die Aktie so günstig und habe dann irgendwie erst ein halbes Jahr später gemerkt, dass ich dann die ADR hatte, anstatt die richtige Aktie. Ja, das was. Solche Sachen passieren halt auch, ne? Alles gut.
gehört dazu und das ist ja auch lustig, wenn man sowas erzählen kann. Man muss über seinen Fehler stehen, dann lacht man darüber, dann haben die anderen das auch mal gehört, was so passieren kann und da lernen die alle mal was draus. Ja, dividendentechnisch sieht das auch schon nett aus. Kommt ein bisschen was bei rein. Hier jetzt, wobei, es ist richtig gut geworden. Hier, da mal fast 50 Euro, hier 80, da 60. Baut sich also langsam auf und ich denke mal, über die Zeit wird es noch ein bisschen mehr werden. April noch 15 Euro offen. Im Mai dann BASF. Sind die überhaupt noch drin gewesen? Ich dachte, die waren schon draußen. Kann mich gar nicht erinnern, dass BASF drin war. Habe ich das verdrängt? Gucken wir nochmal kurz zurück. Ach doch, BASF. Habe ich euch noch vorgelesen. Okay. BASF zahlt gut. JD ein bisschen was. Deutsche Post. Ja, ein bisschen Dividende kommt auch rum. Das macht Spaß. Bin ich immer ein großer Freund von. Okay. Ja, grundsätzlich. Wir machen es wie immer. Ich habe ja auch schon so ein bisschen was gesagt, wie ich das Ganze sehe. Wir bewerten hier beim Christian keine Performance, macht aus meiner Sicht noch keinen richtigen Sinn, dafür ist das Depot zu jung. Wir bewerten die Diversifikation, seine Strategie und die Titelauswahl. Ihr wisst es, ihr kennt es, ne? Wir können immer von zwischen einem und fünf Punkten verteilen. Schreibt gerne eure Bewertung in den Chat rein, gerne auch, ne, für welchen Part ihr was geben werdet. Ich mache mir über meine Bewertung Gedanken. Und ja, ich bin euch, glaube ich, immer ein, zwei Minuten hier voraus beim Stream. Das ist so ein bisschen nachteilig. Deswegen, ja, lasse ich euch ein bisschen mehr Zeit diesmal, dass das auch gut klappt. Ja, ich muss mal Notizen hier nebenbei machen. Quote runter, weniger traden. Ja, das würde ich auch so sehen. Was schreibt der Malte gerade noch? Ich habe mal BlackRock Capital Investment statt dem echten BlackRock bespart. Ja, das ist, ne, sowas kann einfach vorkommen. Ne? Ich glaube, das ist auch jedem schon mal passiert. Irgendwie was Doofes, was Falsches gekauft. Ich muss mich jetzt mal auf die Bewertung konzentrieren. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe jetzt Performance hingeschrieben anstatt Diversifikation, mich erstmal selber durcheinander gebracht. So, wir haben schon die ersten Bewertungen drin. Der Christian gibt sich selber 11 von 15. Dann gucken wir mal, Christian, ob das, was du dir selber bewertet hast, ob das auch stimmt. Dann haben wir hier schon den Fuerte, hier, der immer sehr fleißig beim Bewerten mit dabei ist. Diversifikation gibt er 4 Punkte, Strategie 3 und Titelauswahl auch 3. Okay, sehr schön. Dann haben wir den Sven's Tiger. Ne, es steht ja auch so ein Sven im Namen drin. Das ist gleich sympathischer Name, ne? Gibt auch Diversifikation 4, Strategie 3, Titelauswahl 3. In Summe also auch 11 von 15. Christian, damit liegst du noch gut. Wir gucken mal, ob noch jemand eine Bewertung abgeben möchte. Ich muss ja immer so ein bisschen warten, dass ihr das eventuell aufholt. Finanzanfänger ist das noch nicht passiert, aber er guckt relativ genau, was ich kaufe. Ja gut, das ist wahrscheinlich so der Punkt. Am Anfang ist man sehr genau super vorsichtig, habe ich auch noch gemacht. Und dann wird man vielleicht so ein bisschen wild und dann kommt man wieder so zurück zur Vernunft. Ne? Also inzwischen ist mir das auch über Jahre nicht mehr passiert, aber ne? Ja. Dann der Tobias, der gibt für die Titelauswahl 3, Diversifikation 4 und Strategie 3,5, gibt 10,5. Ach so, nee, der Fuerte hat der 10 gegeben und der Sven's Tiger hat sich verrechnet auch nur 10 gegeben. Ja, was würde ich geben? Ich würde ihm für die Diversifikation 4 geben, weil ich sehe das auch, das ist wirklich sehr, sehr diversifiziert. Was fehlt mir noch so ein bisschen dabei zum fünften Punkt? Ja, vielleicht einfach so ein bisschen die Überraschung. Jetzt gucken wir gerade nochmal. 7,5, zu viel Gewursel für mein für meinen Geschmack, okay, der Dividendenklopfer sagt also zu viel Gewusel, kann ich nachvollziehen, komme ich auch gleich zu. Bei Parke zeigt er mir alles falsch an, was mein Depot angibt, Scalable. Gibt es noch einen anderen Weg, sowas einzuschicken? Wenn du da Probleme hast beim Hochladen, dann kannst du auch gerne mal Parke schreiben oder du schreibst einfach Frechung, dreist Aktiengramm, ne, DM bei Instagram. Momentan mache ich es ehrlich gesagt nur über Parkit, weil das für mich einfach die Arbeit vereinfacht, weil ich mich dann nur ein Programm gewöhnen muss und ich nutze selber eben auch nur Parkit. Was würde ich geben? Ich würde auch geben, also Diversifikation 4 Punkte. 4 Punkte, damit, ich finde es jetzt nicht überragend gut diversifiziert. Ist einfach ne, grundsolide, 4 von 5. Den fünften Punkt gebe ich sowieso immer nur selten. Das wisst ihr ja von mir. Warum fange ich da auch so viel dran, darüber zu reden jetzt? Die Strategie kann ich nur
3 von 5 geben. Ich finde die Strategie an sich gut, ne, mit dem Core Satellite. Das Problem, du setzt es halt nur nicht um. So, du hast gesagt 60% ETF, das wird nicht gemacht. Und deswegen ziehe ich bei der Strategie nochmal einen ab. Du machst sie grundsätzlich immer noch viel besser als andere Depots, die wir hier schon gesehen haben, weil du eben trotzdem Core Satellite fährst. Und ich finde, das ist eine gute konservative Strategie. Aber dann auch mit so einem Blick in die Vergangenheit, dass da noch so ein paar Zertifikate mit dabei waren, viel mal hin und her verkauft wird, auch das gibt es ein bisschen Abzug. Titelauswahl. Und da spielt so ein bisschen vielleicht so meine Kritik auch an der grundsätzlichen Strategie mit rein. Ich finde es auch zu wuselig, fairerweise. Ich finde es viel zu wuselig. Wäre das zu unübersichtlich und viel zu viel, was du rebalancen musst. Ich habe das nicht genau verstanden. Ich muss das jetzt an der Stelle auch nicht genau verstehen, wie die dann verteilt sind, diese ETFs. Nur wenn ich da irgendwie 5, 6, 7, 8 an der Stelle drin habe, stelle ich mir das schwierig vor, da immer die Balance zu halten. Das ist so Punkt 1. Und so auch einige von deinen Outperformance-Titeln, die du drin hast, die würde ich so nicht ganz sehen. Also gerade, ne, mit dem Beispiel von BASF, von Weyerhaeuser, aber das ist dann so meine persönliche Meinung zur Titelauswahl, deswegen hier nur 3 von 5 und damit kriegst du von mir auch 10 Punkte und ich finde, damit bist du, ja, hast du dich selber sehr gut eingeschätzt, auch ein guter Punkt und ich glaube, da wirst du dann vielleicht auch nochmal schon wissen, an welchen Stellschrauben du noch ein bisschen drehen kannst. Jetzt gucken wir nochmal, in Zukunft vielleicht besser mehr Fokus auf den Kern mit den ETFs. Genau, das sagt hier der True Armor oder die True Armor, kann ich am Bild nicht erkennen. Sorry, falls ich das jetzt falsch benannt habe. Gut, habe ich auf jeden Fall, ich habe ja beides genannt. Finde ich, bin ich voll bei dir, hast du völlig recht mit. Da eben so ein bisschen zurück zur Strategie. Ja, und damit beenden wir auch den Roast von Christian. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht es gut. Ciao. Tschüss.